moin, ich bin's wieder, eure Annehilde. Ja, Mutti konnte die Plastikschalen einfach nicht wegschmeißen und ich zeige euch heute, wie man da ganz schnell eine ganz tolle maritime Tischtrikot draus zaubern kann. Und was brauchen wir alles, um eine schöne maritime Deko einfach aus normalen Schalen machen kann, die man vielleicht zu Hause überall noch rumstehen hat. Oder einen ollen Butterboot-Dös, den kann man noch nehmen, einfach die Hälfte abreißen und dann hat man auch eine schöne Schale. Ja, und ich dachte mir, Mensch, die sind so schön hellblau. Was mockst du, Ruth? Irgendwas Maritimes und ich finde, es passt jetzt ja noch gerade gut in die Zeit. Und nicht nur als Deko, man kann sie auch super gut anschließend noch für Deko als Aufbewahrungsbox gebrauchen. Da kann man sämtliche Sachen reinsortieren, aber heute geht es um richtig schöne maritime Deko. Der Sommer ist noch da, wir legen los. So, und was habe ich hier zum Beispiel schon mal drinne? Schöner weißer Sand vom Strand natürlich nicht, den dürfen wir uns dann nicht einfach so wegholen. Das ist ganz einfacher Vogelsand und der ist so richtig schön fein und den kann man auch richtig schön immer so als Streudeko oder in einem Windlicht gut mit einarbeiten. Was habe ich noch? Hier habe ich nochmal Muschelgranulat. Das kann man auch überall kaufen, im Bastelgeschäft oder bei euch im Gartencenter, im Blumenladen. Das benutzen wir auch ganz gerne jetzt in dieser Zeit, so ein bisschen überall beizustreuen. Dann habe ich, ja, so ein bisschen was, bei uns achtet Hus, also bei uns hinterm Haus weggeschnitten. Die Gräser trocknen jetzt alle schön und ich finde, die haben so richtig ein Maritim-Flair, oder? Ja, ein bisschen Kokostau sowieso, ne? Das ist maritim, finde ich. Dann habe ich hier ein Tablett und ein bisschen Lavendel. Aber das erkläre ich euch gleich, wenn ich dann am Machen bin. Und dann starten wir auch schon mal. Wir brauchen erstmal eben eine Unterlage. Dann nehme ich jetzt normalerweise, ein ganz einfaches Tablett, damit man das immer schön, wenn man das auf dem Tisch hat, auch mal so ein bisschen hin und her stellen kann, wenn man mal den Tisch abwischen möchte. Und da nehmen wir jetzt die Plastikschalen von meiner Mutter, die sie nicht wegschmeißen konnte. Und ich sage, danke Mama, da wird jetzt die Mega-Deko für draus gemacht. Und vielleicht bringe ich sie dir nachher nach Hause, wenn du sie haben möchtest. So, und da wird diese Schale jetzt in die Mitte einfach reingestellt. Aber bevor wir sie da reinstellen, brauchen wir, damit wir hier gleich so ein bisschen was mit Deko machen können, ein paar Löcher. Und dann nimmt ihr einfach ein Messer, die Spitze, und bohrt da so ein Loch rein und das machen wir einmal rundherum und dann werden wir das Ganze auch noch mal mit ein bisschen Sand bekleiden. So, die Löcher habe ich schon mal alle vorbereitet. Ich habe vorsichtshalber hier an der Seite auch noch welche gemacht. Ob ich die jetzt brauche, ich glaube nicht. Aber wir möchten ja die Schachtel auch noch so ein bisschen verkleiden. Und da dachte ich mir, nehmen wir doch Kokostau. Das habe ich jetzt einfach mal so abgeribbelt. Das ist hier auch noch ein Reststück. Ups. Seht ihr, das ist ja einfach so aufgeribbelt. Und das kleben wir jetzt hier oben an der Kante mit Heißkleber dran lang. So, machen wir einfach mal so, damit das nicht so ganz schachtelmäßig aussieht, damit wir da so ein bisschen auch maritim Flair reinkriegen. So, ich muss mal gucken. Ich habe lange das Kabel nicht lang genug hier vom Heißkleber. Wir haben nämlich alle unsere Verlängerungskabel hier schon für die Beleuchtung gebraucht. Ja. So, passt natürlich ein bisschen auf. Ich bin natürlich ein bisschen mehr geübt mit dem Heißkleber. Kann das auch ein bisschen abschätzen. Also ich habe mich selten stark verbrannt, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, passt ein bisschen auf. So, jetzt muss ich hier nochmal tatsächlich meine Schere haben, dass ich das hier nochmal abschnippeln kann. Setze hier nochmal an. Ups, hier klebt schon wieder der ganze Gestrüpp dran. So, oh Gott, jetzt klebt das hier an meinen Fingern. Naja, egal, ich mache so weiter, ist egal. So, drum, drum, drum. Und dann haben wir es auch gleich schon. Und dann braucht ihr jetzt mal Haarspray. Das brauchen wir jetzt, um da unten gleich Sand dran zu füllen. Und da, seht ihr mal, so, ich muss erstmal meine Finger hier entkleben. Und dafür brauchen wir jetzt auch diese Schale. Jetzt nimmt der Haarspray nicht nur fürs Haar gut, auch für die Deko. So, dann macht ihr einfach hier unten mal so einen Rand mit Haarspray dran, den Sand dran. Schaut mal. Und schon bleibt das so drauf kleben. Das finde ich ist eine ganz tolle Sache. So, 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 so. Könnt ihr auch ruhig so ein bisschen wild machen, mal ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, sodass das
wirklich. Oh, sieht total gut aus, ne? Ja, da nochmal. Und haben wir die Schachtel schon fast richtig schön dekoriert. Aber ein bisschen geht noch. Und jetzt kommen unsere trockenen Gräser zum Einsatz. Da brauchen wir jetzt einfach dünnes, sag mal eben, Silberdraht. Ne, Myrtendraht ist das nicht. Das ist ja, ist auch Myrtendraht, ist ja egal. Also Silberdraht nehme ich jetzt, damit das auch so ein bisschen zu dem maritimen Flair passt. Einfach die Bündelung hier drum herum. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, macht nichts. Ich muss das nochmal ab. Und das ist so dünn, dass man das auch so, schaut mal, abreißen kann. Bang. Und jetzt kommen hier auch unsere kleinen Löcher. Mal gucken, ob ich das durchkriege. Ja. Oh Mann, Hilfe. So, ich krieg's aber hin. Wartet, Leute, ich muss das nur mal ein bisschen hochnehmen. Das ist tatsächlich ohne Brille. So, schaut mal, jetzt habe ich das durchgezogen bekommen. Und jetzt machen wir diese Bündelung hier einfach an der Seite fest mit dem dünnen Draht. Man sieht es kaum. Und verzwirbeln das hier einfach. Nur mal so drumherum zwirbeln. Und dasselbe machen wir dann an der anderen Seite auch. Und schon sieht das Ganze dann schon ein bisschen, ja, mehr nach Strand aus. Hier kann man jetzt nochmal die Reste so ein bisschen was über, was einen zu weit übersteht, ein bisschen abschnippeln. Aber so darf das bleiben. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch und befestigen das vielleicht nochmal. Aber ich denke, das kann schon fast bleiben. Also hätte man auch nur ein Löchlein machen müssen, rechts und links. Und das hätte auch schon gereicht. Und um die Schachtel noch so ein bisschen aufzuwerten, kleben wir einfach kleine Muscheln hier oben auf dem Rand drumherum. So, da noch eine hin. Guck, da fallen auch noch ein bisschen andere raus. Die ist da oben auch so ein bisschen kaputt, aber das macht gar nichts. So, und die kommt dann hier auf die Ecke. Na? Ja, man muss den kleinen Moment halten, damit sie auch festlegen. Ich bin ja wieder so ungeduldig, das muss ja immer alles so schnell gehen. Aber guck, jetzt hält das auch schon. Ja, super. So, und was will ich jetzt machen? Also ich habe mir überlegt, damit das wirklich mal was ganz Einfaches und Schnelles ist und das jeder auch nachmachen kann, nehmen wir jetzt einfach ein bisschen Vogelsand, kippen das jetzt hier so ein bisschen rein, so dreiviertel voll, würde ich sagen. Man will ja auch ein bisschen was von der Deko sehen. So, ja, guck, dann ist er schon fast drinne. Ach, man kann da richtig so schön drinne rum wühlen, so als Kind, ne? Sandbogen bauen, da kommen wieder Erinnerungen hoch. So, aber wir machen jetzt eine richtig mega Deko. Jetzt brauchen wir auch diese Röhrchen. Ihr kennt sie, diese kleinen Wasserröhrchen, die gibt es mit so einem Stiel zum Reinstecken. Dann gibt es die als Glas, wer es so ein bisschen edler mag, finde ich auch sehr schön. Ich glaube, die nehmen wir auch gleich. Oder aus Plastik, ne? Und die kann man immer wieder verwenden. Also die sind wirklich ewig langlebig. Und da kann man dann schöne kleine Schnittblumen mit reinstecken. Und man hat immer so das Gefühl, dass so ein bisschen Frische da ist. So, hier stecken wir jetzt einfach mal so zwei von diesen Röhrchen rein. Die werden dann auch gleich schön bestückt. Dann habe ich mir überlegt, so ein bisschen Fisch muss sein. Der ist dann auf Trockendeck gelaufen am Strand. Den legen wir jetzt hier mal so ein bisschen hin. Dann habe ich hier so ein paar große Muscheln einfach mal hier so reingesteckt oder reingelegt. Da kann man ja ohne Ende was dekorieren. Was haben wir hier noch? Auch noch eine kleine Muschel, die machen wir da hin, die streuen wir da noch so ein bisschen hin. Dann nehmen wir noch ein bisschen von der Streudeko. Streuen das hier so rein, ruhig mal so ein bisschen unterschiedlich. Auf der einen Ecke ein bisschen, auf der anderen Ecke ein bisschen. Oh, ein bisschen Graumoos, genau, das wollte ich ja auch nehmen. Das ist ja wirklich so ein Allround-Moos, ne? Da kann man das wirklich zu jeder Jahreszeit nehmen und für fast jede Deko. Das finde ich richtig schön. Und so, jetzt habe ich mir überlegt, ein bisschen Farbe muss da auf jeden Fall rein. Da könnt ihr jetzt trockenen Lavendel nehmen. Den kann man jetzt überall in den Geschäften bei euch kaufen oder auch vielleicht bei uns, wenn ihr gerne möchtet. Und, oder ihr guckt zu Hause. Aber zu Hause fängt der Lavendel, ich habe ihn gerade eben noch bei mir geschnitten, schon langsam an zu verblühen. Man muss ihn jetzt wieder zurückschneiden so ein bisschen, damit der zweite oder die zweite Blüte auch kommen kann. Aber ich finde das auch gar nicht so schlimm, wenn hier so die ersten Blüten vertrocknet sind, weil es trocknet nachher ja eh weg. Also kann man den jetzt auch gut nehmen. So, jetzt können wir den natürlich hier unten so ein bisschen nochmal zusammenbinden, damit das nicht so auseinanderfällt. So, und das Tolle ist jetzt bei dieser Deko, finde ich wenigstens, dass man jetzt so einfach in den Sand reinstecken kann. Schaut mal, ist das nicht toll? So, den machen wir noch ein bisschen zur Seite weg. Sehr oh ja. Hier, Bonsai-Holz, auch das stecken wir hier einfach mal so ein bisschen mit rein. Was haben wir hier noch? Ah ja,
Eukalyptus. Das ist getrockneter Eukalyptus, den kann man kaufen. Und der sieht wirklich fast frisch aus. Also richtig schön auch in der Färbung. Und ja, wenn man den so ein bisschen hochstülpt, guck mal, fallen keine Blätter ab. Das versuchen wir bei einem frischen. Ne? Hast du sofort die ganzen Blätter in der Hand. Und den stecken wir jetzt hier auch noch mal so ein bisschen mit rein, damit da so ein bisschen Landschaft kommt. Schaut mal, ne? So langsam wird es doch richtig nett. Was habe ich hier noch? Puh, ein bisschen Tillandsien. Moos in Grau kann man hier auch noch so ein bisschen reinlegen und dann bestücken wir die Vasen jetzt erstmal mit den kleinen frischen Blüten. Aber um ein Feeling für diese ganze Sache zu kriegen, hier sind wir noch nicht ganz fertig, packen wir schon mal die Schale auf das Tablett drauf. Ihr könnt das natürlich auch so fertig machen und so auf den Tisch stellen, aber bei mir ist der Tisch ein bisschen länger, da kann die Deko auch ein bisschen länger sein. So, jetzt stellen wir das hier Ganze mal drauf, aber diesmal so ein bisschen mehr nach eine Seite. Normalerweise hätte ich es jetzt in die Mitte verpackt, aber nein, ich brauche hier ein bisschen Platz, weil da kommt jetzt nämlich ein Windlichen. Und hier ist das auch schön, ne? Mit diesem Tau drumherum hat es auch so ein bisschen das Mediterrane, oder nee, Mediterrane, Maritime, genau, wir waren ja beim Maritimen und nicht im mediterranen Bereich. So, hier auch Muschelkram unten drinnen, bisschen Muster noch. Kerze sitzt, steht nicht gut genug. So, Kerze rein. So, jetzt möchte ich aber erstmal, bevor wir da weitermachen, hier unten noch mal so ein bisschen dekorieren. Auch da nehmen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Sand und das überall verschieden hinstreuen. So, da so ein bisschen, da so ein bisschen. Was habe ich noch? Genau, jetzt Muschelkram. Da. Und das verteilen wir jetzt wirklich mal so an unterschiedlichen Stellen. Dann nehmen wir auch noch mal ein paar von meinen Muscheln, die ich mitgebracht habe. Die kann man jetzt ja auch in solchen tollen Mischtüten kaufen, wo überall unterschiedliche drin sind. Das ist ja gerade so schön. So, hier habe ich, oh ja, genau, einfache Steine kann man auch nehmen. Findet man auch immer am Strand. Die kann man auch nehmen. Die habe ich jetzt bei uns aus der Gärtnerei genommen. Ich habe ja immer so kleine Reste, die kann ich einfach nicht wegschmeißen. Auch hier von diesen kleinen Kieselsteinen. Ja, da noch ein bisschen hin, ja. Okay. Ja, dann können wir mal schauen, was haben wir jetzt hier noch? So ein bisschen Tillandsie, hat ja auch so ein bisschen Strandfeeling, das kommt dahin. Mal gucken, vielleicht können wir ja auch ein bisschen was in Grün, aber nee, das mache ich jetzt nicht rein. Das muss jetzt alles ein bisschen in dem Farbton bleiben. Auch hier noch so ein bisschen von dem Graumoos. Und dann wollte ich mal gucken, was haben wir hier noch? Ein bisschen von dem getrockneten Eukalyptus. Und da lege ich jetzt einfach mal so ein Zweig hier so zwischen, ne, damit das so ein bisschen anders ausschaut. Ach ja, pass auf, Leute, ich habe ja extra heute Morgen ein bisschen Hortensie geschnitten. Und das ist ja jetzt so langsam die Hortensienzeit. Blühen tun sie schon alle reichlich, aber beim Schnitt müsst ihr immer darauf achten. Also ich glaube, diese Blüte, die wird jetzt so wegtrocknen. Es gibt viele Blüten, die sind gerade noch nicht so weit. Die dürft ihr noch nicht so schneiden. Die schlappen meistens in den Vasen. Und daher muss man da mal so ein bisschen drauf achten. Und so ein bisschen Hortensie, damit wir hier nochmal so ein bisschen Farbe kriegen, darf sein. So, ach, wie schön, ne? Ist das nicht herrlich? So, aber wir wollen ja auch nicht so viel von den Muscheln verdecken. Vielleicht können wir hier unten ja auch noch ein bisschen was reinlegen. Ja, eine darf da wo rein. So, dann haben wir die auch. So, und jetzt geht es darum, dass wir den Rest hier vorne noch fertig machen. Aber ich drehe das Ganze mal um. Ihr seht schon, so viel fehlt gar nicht mehr. Also nicht vergessen, Wasser reinzufüllen, das mache ich nachher auch. Und ich habe mir hier schon mal so ganz kleine Sachen bei uns aus der Staudenabteilung geklaut. Das ist blauer Salbei. Ich fand die Farbe so richtig schön kräftig mit ein bisschen Schleierkraut. Trocknet nachher auch weg. Ihr könnt es ja auch so reinstellen, dann kann es nachher so wegtrocknen. So, und hier habe ich nochmal eine kleine schöne weiße feine Blüte mit einer Distel. Stecken wir dann da rein. Ihr könnt natürlich das auch alles ein bisschen anders arbeiten, mit frischen Blumen, mit einer Rose von mir aus, könnte man auch machen. So, hier noch ein Gras. Die habe ich bei uns hinten im Gartencenter geschnitten. So, Leute, und ich glaube, so können wir da lauten, wa? Vielleicht noch ein bisschen Thymiangrün. Ach nee, braucht nicht mehr. Also ich finde,
ist doch schnelle Deko, hier mit so einer kleinen Schachtel, die andere vielleicht wegschmeißen würden. Mama bewahrt das auf, davon habe ich das auch von meiner Mutter. Gut, diese ganzen Löcherchen, die hätte ich mir jetzt sparen können, aber manchmal merkt man das erst auch beim Machen. Aber ich habe noch eine andere große Deko für euch, die ich euch noch zeigen möchte. Und hier nochmal eine große Variation, weil ich dachte, ich muss einfach auch mal mit zwei von diesen Schachteln was machen. Und habe hier einfach mal so eine kleine Mini-Schwimmgeschichte rausgemacht. Ne? So ein bisschen Mini-Teich für zu Hause, auf der Terrasse, auf dem Tisch oder in der Wohnung. Könnt ihr natürlich auch einzeln hinstellen, ohne jetzt so ein riesen Tablett. Jeder hat ja nicht so viel Platz. Und schaut mal hier, ein paar Schwimmpflanzen oben drauf. Das sind schon die kleinen Kinderchen. Die sind bei uns im Gartencenter so richtig schön gewachsen. Hier diese kleinen süßen Regenbogenfische. Die Kante habe ich hier jetzt einfach mit so einem Halm umklebt, ne, damit es ein bisschen was anderes ist, ein bisschen anders Utzücht. Oder hier hinten habe ich jetzt einfach mal mit Wasserpflanzen bepflanzt. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Man könnte natürlich jetzt auch Lavendel nehmen oder irgendwelche anderen schönen Pflanzen oder Steinbeetgewächse. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und das ist ja auch gerade das Schöne daran, dass man wirklich so viele Möglichkeiten hat, irgendwas Tolles rauszuzaubern. Und ich habe hier auch wirklich so ein bisschen auch noch Reste verarbeitet. Hier zum Beispiel Japa-Kö, ne, von letzter Woche aus dem Video. Da hatte ich noch so ein paar Zweige von, die einfach hier mit reingelegt. Ein bisschen Lavendel, damit ein bisschen Farbe reinkommt. Die Windlichter. Und ich denke, auch das ist eine richtig schöne, gelungene Tischdekoration. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr dran. Ich bin gespannt, ob ihr jetzt zu Hause auch guckt bei euch in den Schränken, ob ihr noch so ein paar Schachteln habt, wo ihr was Tolles draus machen könnt. Da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Liebe Grüße aus Ostfriesland, eure Anne Hilde.